ich bin Sophie. Schön, dass du dich heute für das Legs und Booty Workout entschieden hast. Das Workout besteht aus 5 verschiedenen Übungen. Zwischen den Übungen machen wir immer jeweils 30 Sekunden Pause. Lass uns keine Zeit verlieren, wir legen los. Finde einmal einen breiten Stand. Wir starten mit der Kniebeuge. Komme mit dem Gesäß tief runter. Los geht's. Komm tief, komm hoch. Tief, komm hoch. Perfekt, wir bleiben unten in 3, 2, 1, bleib tief, halte hier und wippe, mache kleine kurze Bewegungen im unteren Bereich. Perfekt, denk an die Po-Spannung, gut, fließend weiter atmen. Okay, wir springen in 3, 2, 1, komm hoch. Mach dich lang, komm tief. Leichte Variation ist, du machst normale Kniebeugen weiter. Gut, in 3, 2, 1, Pause. Kurz durchatmen, locker die Beine. Einmal tief Luft holen. Mach dich bereit für die zweite Runde. Stell dich wieder in die Kniebeugenposition. Zehe nach außen. In 3, 2, 1, los geht's. Bleibe unten in 3, 2, 1, tief. Kleine kurze Bewegungen. Sehr gut. Und wir springen. Komm hoch. Mach dich lang. Leichte Variation. Du bleibst unten, machst normale Kniebeugen. Perfekt. Gut. Gib alles. Die letzten Wiederholungen. In 3, 2, 1. Pause. Durchatmen, Luft holen. Wir wechseln gleich. Wir kommen gleich in einen Einbeinstand und arbeiten auf einem Bein weiter. Okay. Verlagere das Gewicht auf dein linkes Bein. Rechtes Bein schwebt in der Luft. Komm mit dem Bein zur Seite raus. Spann den seitlichen Po-Muskel an. Gut, wir
bleiben oben mit den Beinen. 3, 2, 1. Bleib, mach kleine, kurze Wiederholungen. Perfekt. Für 3, 2, 1. Nimm das Bein zur Mitte. Bring es zur Seite, Mitte oben. Spann den inneren Oberschenkel an. Eine lange Brustbewegung. Halte dein Gleichgewicht. Gut, in 3 Sekunden halten wir oben. Bleibe hier, kleine, kurze Wiederholungen im oberen Bereich. Spannung, atmen. Gut, sehr schön. Halte durch. In 3, 2, 1, kurz Pause. Durchatmen, einmal die Beine lockern, Luft holen. Wir wechseln gleich die Seite. Mach dich langsam bereit, verlagere das Gewicht schon mal auf dein rechtes Bein. Heb das linke Bein an. Das linke Bein geht lang zur Seite raus nach oben. Perfekt, wir bleiben oben in 3, 2, 1. Bleib hier, kleine Kurze. Halte die Spannung auf dem Gesäßmuskel. Sehr gut, bleib dabei, Gleichgewicht. Gut, du weißt, was kommt. In 3, 2, 1. Das Bein nach innen. Komm zur Mitte mit dem Bein. Spann den inneren Oberschenkel an. Wir bleiben oben. Kleine kurze Bewegungen im oberen Bereich. Halte die Spannung. Gut, noch 3. Letzter. Perfekt. Einmal lockern, Beine ausschütteln. Wir kommen runter. Komm auf die Matte, in den Vierfüßlerstand. Komm auf die Knie, auf die Hände oder auf die Unterarme. Positionier die Knie genau unter deiner Hüfte. Und wir starten mit dem rechten Bein. Das rechte Bein geht gleich lang nach oben zur Decke. In 3, 2, 1, los geht's. Bring das Bein hoch, komm tief. Komm hoch, komm tief. Gut, Belastung liegt hier auf dem rechten Po-Muskel.
Achtung, halte oben, mache kleine kurze Bewegungen im oberen Bereich. Halte die Spannung auf dem Po. Achtung, lass das Bein oben, beuge es und strecke es. Halte das Knie weit oben, sodass die Spannung im Po nicht weggeht. Perfekt und stopp. Kurz durchatmen, nimm das Bein tief. Einmal Luft holen. Kurze Pause. Okay, gleich geht's weiter. Komm wieder zurück in die Ausgangsposition. Wir wechseln das Bein. Komm mit dem anderen Bein gerade nach oben. Bau diesmal Spannung auf dem linken Po-Muskel auf. Gut, und wir halten oben, mach kleine kurze Bewegungen im oberen Bereich. Halte oben, strecke das Bein, beuge es. Strecke, beuge. Sehr gut. Halte die Spannung auf dem Po. Lass das Knie oben. Gut. Noch drei. Zwei, letzter, wir haben es geschafft. Kurz durchatmen. 30 Sekunden Pause, dann kommen wir gleich in Bauchlage. Okay, leg dich einmal flach hin. Hol noch einmal tief Luft, dann folgt gleich die letzte Übung. Öffne leicht deine Beine. Lasse sie komplett gestreckt. Und du kommst mit deinen Beinen vom Boden weg. Heb sie ab. Bau fest Spannung im Po auf. Der Po-Muskel zieht die Beine nach oben. Gut, Achtung, mach noch drei, zwei und wir bleiben oben, halte am obersten Punkt, halte die Gesäßmuskulatur fest. Sehr gut, du trägst die Beine, durchhalten, denk an die fließende Atmung dabei. Noch drei, zwei, eins. Wechsel den Flutterkick. Beweg die Beine hin und her. Immer noch. Fest den Po zusammendrücken. Spannung.
Gut, die letzten Sekunden für 3, 2, 1, geschafft. Perfekt. Komm langsam wieder hoch. Atme tief durch. Du hast das Workout geschafft. 15 Minuten Legs und Booty. Super. Viel Spaß beim Nachmachen.